Willkommen zurück in Wild City, liebe Freunde. Wir haben heute ein Päckchen bekommen, und zwar dieses hier. Lighttailing hat uns ein kostenloses Rezensionsexemplar für ein Beleuchtungsset zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank. Rita hat mit denen E-Mail-Kontakt gehabt und hat sofort gesagt, sie will für ihr Ariel-Set eine Beleuchtung haben. Ich wollte eher ein Modular-Billing beleuchten, aber sei es drum. Wir haben das Set heute bekommen und wir wollen es uns zeigen. Wir werden das jetzt dann auch versuchen, gleich einzubauen, nur damit ihr vorher seht, was da alles drinnen ist. Wir haben hier die Steine, die schon verkabelt und mit LEDs versehen sind. USB-Stecker hier. Sieht alles sehr professionell aus. Und was haben wir hier noch? Batteriekasten, den finde ich besonders cool. Der ist nämlich auch kompatibel mit Lego, also den kann man verbauen. Doppel-A-Batterien passen da hinein. Und was ist das? Oh, das ist dann wahrscheinlich noch die Anleitung. Sieht alles eigentlich sehr hochwertig aus. Rita wird das jetzt mal zu montieren versuchen und dann melden wir uns wieder. So, während Rita unten ist und eigentlich nichts tut, sie sagt, ihr ist es zu kalt und sie telefoniert mit ihrer Mutter, sei es drum, habe ich mir gedacht, ich sortiere noch ein paar Teile ein. Wir haben noch immer von vergangenen Besuchen im Legoland hier jede Menge Teile rumliegen, die wir noch gar nicht bei uns einsortiert haben. Und ich habe jetzt auch in letzter Zeit, die sind leider noch nicht hier, sondern noch bei uns in Salzburg, ein paar mehr so Sortiercontainer bestellt mit etwas größeren Laden. Das waren so ziemlich die einzigen, die es jetzt bei Black Friday und wie auch immer diese Angebotstage heißen, günstig gegeben hatte. Ich wollte ursprünglich auch noch unsere großen, schönen Rollcontainer kaufen, nur leider kosten die mittlerweile schon fast 50 Euro pro Stück. Vielleicht kaufe ich auch nächstes Mal bei Lidl oder Aldi wieder ein, zwei solche Sortierkästen. Das Problem ist bei denen, die haben so kleine Laden und teilweise, seht ihr es hier, haben wir in 4, 5 Laden dasselbe drin, weil wir eben von manchen Teilen fast jedes Mal im Legoland was mitnehmen. Und da wäre auf jeden Fall intelligent, dass wir ein paar größere Container hier haben, wo wir dann auch ein wenig größere Teile, Mengen reinbekommen und nicht alles immer so doof aufteilen müssen. Auf jeden Fall hat sich Rita schon ihr Ariel-Set geholt und hier unten im Untergrund ist jetzt im Moment das Eldorado Fortress eingezogen, aber nur für den Moment, das kommt jetzt dann nach hinten in den Piratenbereich. Hello. Es wird gebastelt. Ich finde das ja immer ein bisschen schwierig mit diesen Kabeln, aber gut. Wir werden das hinbekommen. Christoph ist ja nicht so der Fan vom Verkabeln und Schönmachen. Und irgendwie versuche ich immer, dass ich die Kabeln halt so schön wie möglich da irgendwie rundherum bekomme. Dass man die halt dann überhaupt nicht mehr sieht. Meine Fans schicken mir schon wieder meine Nachrichten. Vorne ist übrigens schon einiges beleuchtet, also hier bei der Ursula ist einiges beleuchtet. Dann auch hier unten, da haben wir welche gehabt, die was man quasi raufkleben muss, von unten rankleben muss. Und hier unter den Korallen, schätze ich mal, sind auch schon ein paar drauf. Aber eben das mit dem Kabelzeugs bin ich nicht so der Fan. Hallo meine Lieben, hier unten unter der Tischplatte. Christoph darf natürlich auch mitkommen. Jetzt leuchtet das Ariel-Set und der Kabelsalat ist beseitigt. Und wir sind hier endlich unter der Tischplatte und das auch noch beleuchtet. Und nicht nur beleuchtet, sondern, wie ihr hier seht, ich habe auch schon etwas Sand aufgeschüttet. Also, was das gleich für einen Unterschied macht, wenn hier die Bodenplatten drauf liegen. Zuerst hatten wir ja hier sehr rustikale Holzoptik, weil das ja der alte Schreibtisch meines Vaters war. Mhm. Aber jetzt hier mit den Bodenplatten sieht das schon ganz nett aus. Hier ist auch sehr geräumig. Ja, es sind 3x3 ganze Bodenplatten und dann vorne noch halbe. Also das hat sich schon ausgezahlt, muss ich sagen. Es wird sich noch auszahlen. Was wir hier vorhaben, es wird natürlich nicht so bleiben, sondern die Lime Green. Oh, das freut mich auch, dass du die verbaut hast hier. Die werden wir auch noch unsichtbar haben machen. Haben wir da jetzt noch welche oder sind die jetzt alle? Ich glaube, dass es alle sind. Ich hoffe, es sind ja unendlich viele. Und ich möchte hier noch ein bisschen höher aufstocken, wahrscheinlich auf 2 von diesen Burp Slurps.
Höhen. Und deswegen auch der hier, dass man sich das vorstellen kann. Und dann möchte ich hier vielleicht noch mit einfach Dark Tan Platten da quasi eine Erhöhung, eine Fläche bauen und dann das Set oben drauf setzen. Da werde ich mir natürlich Hilfe holen von Christoph, wenn ich das mir alles einbricht und dann habe ich das wunderbar beleuchtet. Ja, weil ich also ein großer Experte in Sachen Bergbau bin. Das ist meistens dann so, dass die zwei- oder dreimal komplett einstürzen und ich zwei- oder dreimal dezent die Nerven verliere. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus hier und ich kann mir das ganz gut vorstellen. Was sagst du jetzt zur Beleuchtung? Wir haben ja schon ein oder zwei Sets beleuchtet gehabt. Wir haben jetzt hier dieses Angebot von Lighttailing bekommen. Wie war der Bau? Wie findest du es so, wie es jetzt beleuchtet aussieht? Also ich meine, ich finde es mega cool. Es sieht echt schön aus. Ja. Hier unten bei Urs ist auch ein Licht. Es links hat unten. Super funktioniert, muss ich sagen. Grün und blau. Ich finde auch, die Anleitung war richtig cool. Es war eine gedruckte Anleitung, weil wir hatten ja auch schon andere Anbieter, wo wir dann nur quasi ein PDF heruntergeladen haben und ich bin ja trotzdem ein Fan von gedruckten Anleitungen, muss ich sagen. Das Einzige, was mir generell am Beleuchten etwas, also nicht ganz so gut gefällt, ist, dass man dann, wenn man die Teile wieder zusammendrücken möchte, sie natürlich nicht ganz so gut halten. Glaube ich auch der Grund übrigens, warum mein altes Disney-Schloss damals beim ein bisschen anstoßen, nein, es war schon ein bisschen mehr als ein bisschen anstoßen, aber da leicht auseinandergefallen ist. Ja, das müssen wir auch wieder mal zusammenbauen. Ja. Da funktioniert ein Teil der Beleuchtung momentan nicht. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus und aber mir gefällt auch die Batteriebox. Also ich sehe schon, wie das aussehen wird. Hier so eine Art Felsen, wo Ariel und das Ganze hier ein bisschen erhöht ist. Genau, und hier unten hätte ich gerne ein Schiffswrack, weil ja Ariel immer zu den Schiffswracks hinunter taucht und dann ja die ganzen Sachen mitnimmt, wie die Gabeln und so weiter und so fort. Und ja, dann wieder, eigentlich brauchten wir einen Scuttle auch. Der war vielleicht mal irgendwo dabei, auch bei einem Disney Princess Set, kann das sein? Ich weiß es nicht. Sebastian haben wir auf jeden Fall wo. Ja, auch den komischen, den tauschen wir, glaube ich, aus. Ja. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz an. Schiffswrack könnte ich dir anbieten, die Silent Mary, wo ich aber auf derselben Stelle nicht weiß, ob die hier herpassen würde, von der Größe her vielleicht, aber die ist schon sehr groß und sehr wuchtig, die müsste man vielleicht sogar da längs nach hier einbauen. Ich sehe auf jeden Fall, wo die Reise hingeht. Wir brauchen dazu auf jeden Fall auch noch Dark Tan Platten, denn wir haben jetzt nur im Legoland mal diese Burps und Lurps gekauft, aber ich glaube, da haben wir relativ wenig Equipment sonst, damit wir den Berg hier ein wenig farbtreu aufbauen können. Es sieht auf jeden Fall schon jetzt sehr cool aus, Rita. Macht einen riesen Unterschied. Und ihre Höhle hätte ich auch gerne noch nachgebaut, wo sie ja die ganzen Sachen hat. Das ist zwar hier auch ein bisschen angedeutet, hier unten, aber da finde ich, gehört noch eine richtige Höhle auch dazu, wo sie ja dann oben hinausschaut und ihr schönes Lied singt. Das kann man auf jeden Fall noch machen, denke ich. Wir haben von Lighttailing auch einen Affiliate-Link bekommen. Also wenn ihr was bestellt, könnt ihr es ja gerne, wenn ihr uns ein bisschen helfen wollt, über unseren Link bestellen. Da bekommt ihr auch ein bisschen Rabatt dann dazu mit einem Aktionscode. Schreiben wir euch in die Videobeschreibung. Ich glaube, Rita ist jetzt auf den Geschmack gekommen. Sie hat heute schon von mehreren Gebäuden geredet, die sie in nächster Zeit bei uns in der Stadt beleuchtet sehen will. Also ich träume ja noch immer davon, dass das alles dann nicht so mit einem Batteriekasten wie hier ist, sondern dass die Kabel irgendwie dort auf der Unterseite unserer Tischplatte verlaufen und dann drückt man irgendwo einen Knopf und die ganze Stadt ist oben sowie unten beleuchtet. Das wäre auf jeden Fall mein Traum. Mal sehen, ob das in nächster Zeit mal Realität wird. Wahrscheinlich brauchen wir da einen Experten. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sieht das ganz cool aus. Dankeschön. Ja. Und jetzt hat eben Ariel endlich mal einen guten Platz. Ihr wisst ja, die ist ja jetzt noch viel wichtiger geworden, als sie eigentlich schon war, nachdem sie jetzt auch meinen Fuß ziert. Ja, genau, Rita hat ja was Neues, deswegen kann sie heute keine Socken anziehen, weil das noch abheilen muss. Ich habe das auf Instagram gesehen, sieht schon ganz cool aus. Lego und Ariel. Ja, deswegen, die freut sich natürlich auch. Und da muss man natürlich dementsprechend dann eine gute Welt, eine gute Unterwasserwelt machen. Das sehe ich genauso, ja. Auf der Wand wird natürlich auch noch was gemacht. Diese Holzoptik bleibt nicht, das sind wir momentan noch am Überlegen. Aber Rita hat sich heute mal ein bisschen mit der Beleuchtung beschäftigt. Das hat, ich glaube, 2 Stunden hat das schon gedauert, bis alles dort war, wo es hingehört. Ja, noch dazu, weil ich mir gedacht habe, man muss ja dann wieder relativ viel auseinanderbauen. Und das geht nicht so einfach, finde ich, ohne dass nicht alles quasi dann zerfällt. Ich will das immer dann so ganz, ganz schön machen, damit ich mir nicht im Nachhinein denke, da und da und da sieht man das Kabel. Richtig. Man sieht es ja leider trotzdem an manchen Stellen, aber nur, wenn man ganz genau hinschaut. Also hier bei diesem Tabernakel sieht man es.
Und eigentlich hinten, wo die blauen Lichter sind, fast gar nicht, weil das irgendwie so schön abgeschirmt ist. So soll es sein. Bei uns sind jede Menge neue Stadt in die, neue Menge Sets in die Stadt eingezogen. Eldorado ist hier leider ein bisschen zerdeppert. Das hat meine Mutter aufgebaut, ist aber beim Autofahren ein bisschen kaputt geworden. Dann sind wir momentan ein wenig am Umräumen dort hinten drin. Da wird nämlich vielleicht unser neues Teilelager reinkommen. Also bleibt gespannt, was da noch alles kommt. Rita, wir... Extrem gespannt. Wir werden in nächster Zeit hoffentlich hier was Neues von Ariel und ihren Freunden sehen. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, da wird sich noch einiges tun, falls ihr noch Ideen habt, was ich noch einbauen soll. Mir fällt nämlich gerade sonst nichts mehr ein, aber falls euch da noch was einfällt, dann bitte sehr gerne. Und falls ihr wisst, wo Skattel oder ob Skattel überhaupt vorgekommen ist, in Ariel sitzt, ich weiß es nämlich nicht. Da habe ich nicht so drauf geachtet. Fabius und Sebastian, ja, aber mal schauen. Als Skattels müsst ihr ja irgendwo dort oben am Strand haben, ja, wo eben. Auf so einem kleinen... Dort vorne ist ja eh, wo die Palme ist. Seht ihr? Sitzt auf der Palme. Na gut. Danke fürs Einschalten und bis demnächst, liebe Freunde. Bis bald. Tschüss. Tschüss.